Die starken Winde des Taifun Kanun erzeugten an der Küste Nord-Taiwans riesige Wellen. Die gewaltigen Fluten sind bis zu 6 Meter hoch und lockten viele Menschen an die Küste, um das Treiben auf dem Meer zu beobachten oder mit der Kamera festzuhalten. Die Wellenbeobachter, die sich vor den schlimmsten Böen in Sicherheit bringen, berichten, dass der Sturm beeindruckend hohe Wellen und alarmierende Bedingungen verursachte. Die Straßen an der Küste sind mit Schutt bedeckt, nachdem die Flut die Turbulenzen im Meer noch verschlimmert hat. Die Winde waren so stark, dass die Anwohner Mülltonnen und Gartenmöbel gesichert haben, um zu verhindern, dass Dinge weggefegt werden. Ein Anwohner sagt, er sei daran gewöhnt, dass die Wellen aufgrund der rauen Wetterbedingungen über die Küstenlinie auf sein Grundstück schwappen. Einige Ladenbesitzer haben ihre Rollläden runtergelassen, um ihre Waren vor dem Chaos des Taifuns Kanun zu schützen.